Moin! Moin Moin nochmal. So, hier, ich zocke jetzt nochmal Bus. Nochmal die Karriere. Oh ja, das sieht doch zu nice aus. Beobachten und. Oh, was habe ich? 1400. Oh, 1,4K, ich bin reich. Oh, ich kann hoffentlich neue Routen auswählen. Kann ich noch woanders hin? Ach, das ist in beiden. Aber ich will nicht die gleiche Strecke hier wieder nehmen. Ich will nicht die gleiche Strecke. Das ist voll doof. Ey. Stunde. Wir sind jetzt 1:30 Uhr. Deutschland. Das Ticket. Was kostet das was? Ja, komm. Wir sagen, ich hoffe, das ist das Ticket. Warte, kann man hier noch mehr? Ey, das geht nur von den beiden, ne? Egal, nochmal. Ach, das dauert wieder 10 Jahre. Oh mein Gott, es scheint, als wenn die Tickets richtig nice gehen. Die geben richtig Geld aus. So, ja, bereit zu routen. Ich will. Oh, Alter, mein Ohr. Es wird komplett zerpresst von meinen Kopfhörern. Es ist unmöglich, ey. Okay, ich will jetzt richtig fahren, okay? Ich mache jetzt komplett ernst. Ich enttäusche euch nicht. Alle meine Gäste werde ich nicht enttäuschen. Außer vielleicht, dass ich ein bisschen Vollgas gebe, aber mehr werde ich nicht machen, glaube ich. Da kann man die Menschen. Also ich weiß ja nicht, aber das interessiert mich jetzt irgendwie. Ist total dumm, aber kann man die Menschen überfahren? Jo! Ist er tot? Was ist passiert? Ist er weg? Warte mal, wenn ich. Hä, die ist einfach nicht. Kann ich durch sie durch? Was geht denn hier ab? Jo, 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 ho, 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 Sabrina, ho, Sabrina! Ho. Pferdchen. Ich hoffe, hier steht jetzt keiner. Gut, vielleicht werde ich euch alle doch enttäuschen. Ich will einen Bus, 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 stopp, stopp, stopp. Oh, okay, das. Ach, egal. Es sieht zwar nicht so nice gesund aus, aber anscheinend hat's funktioniert. Jo, sehr verehrte Gäste, ich mache alles auf. Nee, das Gepäck lasse ich zu. Ach, das Gepäck spawnt einfach da drinnen. Da fährt ein anderer Bus. Ehrenlos. Was ist mit den Leuten? Alles klar, gut. Die scheinen anscheinend. Ah, mein Auge. 30 Gäste. Boah. Oh yeah. Ich bin reich. Diesmal enttäusche ich niemanden. Denn ich bin der beste Busfahrer Deutschlands. Deutschlands. Oh, fahre ich jetzt in eine andere Richtung? Nee, ich fahre doch nicht in eine andere Richtung. Oh ja, es ist alles noch offen. Oh, Entschuldigung. Jetzt ist es, glaube ich, zu, oder? Ja, es dürfte jetzt zu sein. Es dürfte nicht, sondern es ist zu. Ich glaube, ich fahre jetzt zurück. Kann das sein? Von dort, weil dort Leute bestimmt Urlaub gemacht haben. Und jetzt fahren wir zurück. Ey, das ist voll nice. Also ich weiß zwar nicht, was die labern auf Englisch hier. It's a new strike. Ja, Mann, reicht. Was ist das hier? Ach, den Menschen geht's richtig gut. Jetzt nicht mehr. Ja, aber. Ey, komm.
Bis jetzt läuft die Fahrt doch echt gut. Zwar sind wir mit ein bisschen mehr als 100 km/h unterwegs, aber das sind die anderen doch auch, oder? Wenn ich. Ey, komm, das. Ich irre mich doch nicht, oder? Die anderen sind doch auch mit 100 km/h unterwegs. Warum geht's denen nicht so gut? Nur 95, seid mal 100 oder 99. Was? Wäre schöner, wenn der Bus komfortabler wäre. Ich weiß nicht, was komfortabel bedeutet. Oh Mann, ey. Warum hat der denn schon einen Doppeldecker? Ich muss mich an der Nase kratzen, aber das ist total schwer, wenn man hier so spielen muss. Wenn man hier vor allem 92. Alles gut. Nein, sind wir nicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja. Ich kann keinerlei Wi-Fi. Ja, wir fahren kurz an die Seite. Alles gut. Wir fahren kurz an die Seite. Gibt es hier denn Gastronomie? Nein. Wir sind immer da für Sie. Ja. Ich bin mir ja nicht sicher, ne? Aber ich weiß nicht, ob die Internet haben. Junge! Na, ey! Ey, aber was kann ich dafür? Warum seid ihr nicht mehr? Ich will wenigstens, dass ihr mit 70 Dings noch ankommen. Vor allem das Essen schmeckt noch gut. Es ist alles gut. Bis jetzt läuft es noch okay. Ja. Ich spiek schon gut ab, bitte nicht. Ja. Ich bin schon gut dabei. Ich bin schon sehr gut. Ich habe noch Warnblinker an. Aber wir sind nicht wahnsinnig. Und jetzt sind wir auf der Autobahn. Was sehr gut ist. Denn ich habe sehr Lust, Gas zu geben. Und hier halte ich jetzt nicht an. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt anders anzuhalten. Jo, Leute, ich muss einmal überholen. Dankeschön. Danke, danke. Ey. Genau. Dankeschön. Alles klar. Gut, alles klar. Sehen muss ich ja nicht so viel, hoffe ich. Anscheinend ist der Bus da hinten gespawnt. Bisschen hier Gas runter. Und jetzt wieder ein bisschen aufbauen. Wie funktioniert Ihr WLAN? Fragt der Typ. Ja, ich weiß es selbst nicht. Tut mir leid. Warte, ich fahre mal nochmal ran hier. Oh. Geht das hier? Ah, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Egal, ich fahre jetzt weiter. Anscheinend fühlen die sich aber da drinnen voll gut. Okay, ich fahre jetzt weiter. Da ist eine Tankstelle. Ich nehme die jetzt einfach mal nicht mit, weil ich meine, ich brauche, glaube ich, jetzt noch keinen Tank. Zumindest noch nicht mehr. Wenn ich mich nicht ganz irre. Die fragen alle hier, wann das, wie das WLAN funktioniert. Ich habe aber selber keine Ahnung. Lasst mich doch in Ruhe. Oh, hier muss ich. 85. Aber ich glaube, die werden nicht so schnell. Ey. Ich glaube, die werden nicht so schnell traurig, weil 85 geht doch klar, oder? Hier ist ein lilanes Auto, das ist ja. Oh nein. Ey, geh mal weg! Stopp! Stopp! Ich bin da, um zu überholen! Und nicht sie über den Haufen zu fahren. Ich bin ein Bus, hab Respekt. Ich bin ein Bus, Bus, Bus. Ich bin ein Buhu-Bus. Ein kleiner. Ich musste. Entschuldigen Sie, liebe Fahrgäste. Hier endet die Welt? Ich muss jetzt einen kleinen Umweg nehmen. Ich fahre jetzt hier runter und dann
die rechte Seite entlang. Ohne. Okay. Musst du jeden Bord anfahren? Es war kein Bordstein, es war ein Bus. Tut mir leid. Ich kann nicht alles gut machen. Tut mir leid, wenn ich nicht perfekt genug bin. Es tut mir sehr leid. Dafür, was ich tue. Das ist eine andere Busmarke. Ey, hätte der mich jetzt berührt, ich wäre so ausgerüstet, ne? So, und jetzt ist die Strecke ganz normal gerade. Ich habe keine Lust zu crashen. Ich hoffe, da kam jetzt kein... Ja, ich habe meinen Führerschein vom Metzger, weil ich keine... Ich habe generell keinen Führerschein. Also, Bro. Der Führerschein ist nicht vom Metzger, sondern ich habe ihn gefunden, ehrlich gesagt. Ja, ich war im Wald spazieren und dann hat auf einmal... Dings, da bin ich darauf gelatscht, dann hat mir eine Spinne den ins Gesicht geworfen. Da muss ich jetzt einmal eine geile Runde bremsen. Ich weiß ja nicht mal, wie viel km/h hier erlaubt sind, deswegen fahre ich die ganze Zeit durch. Ballern, 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 ballern. Jo, 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 jo. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, das ist alles gut. Das ist doch nicht alles gut, weil da vorne ein Bus gespawnt ist. Ey, es reicht langsam. Es reicht wirklich. Es reicht mir langsam. Ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit zu bremsen. Ich weiß, dass ich... ich muss aufhören. Ich weiß, dass ich nach rechts fahren muss. Jetzt hat's geklappt, boah. Mit 75% Zufriedenheit geht doch ganz klar, oder? Es ist okay. Also es ist nicht schlecht. Es ist nicht gut, meine ich. Aber es ist auch nicht schlecht, oder? Hoffe ich mal. Für die zweite Fahrt ist es ganz gut. Glaube ich. Hier perfekt parken. Es muss alles perfekt sein, natürlich. So. Dieses Teil nicht rammen, obwohl es nicht real ist. Die Parkplätze sind irgendwie alles immer die gleichen, habe ich das Gefühl. Ja! Ja! Ich hab's geschafft. 510 Euro. 25 Euro Strafe? Komm schon! Unfair. Unfair. Werbung. Ich will leider, tut mir leid, keine Werbung ertragen. Es tut mir leid, ich will aber nicht. 4 Sterne? Ey, komm, das ist doch perfekt. Besser geht's doch gar nicht, oder? Besser geht es nicht. Es ist unmöglich. Spaß. Spaß, es ist unmöglich. Spaß, es ist möglich. Spaß. Gut, Ziele. Ich habe anscheinend ein Ziel geschafft. Was ist das hier? Mich würde das alles interessieren, was hier gerade eigentlich die ganze Zeit abgeht, so, ne? So, hier. Preisträger sammeln. Hallo, ich drück drauf. Oh, jetzt habe ich es bekommen. Danke. So. Habe ich neue Routen? Ich hoffe. Oh, wie geil, ich habe eine neue Strecke. Von Oldenburg nach Flensburg. Na klar. Flensburg, das Bier. Ey, das ist doch perfekt. Ey, das ist... Ich bin der Beste. Ey, dieser Typ heißt Unlibas. Flensburg nach Mannheim. Warte mal, wann geht's los? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Let's go, let's go. Aber ich freue mich schon voll, weil es voll Bock macht, dieses Game. Ja, tatsächlich macht das Bock. Oh ja. Warte mal. Ja, jetzt den Motor starten. Alles klar. Alles klar. Ich mach mal Dings hier an. 100%, 100%. Ja, das sind dann meine Emotionen bestimmt.
Oder die von dir. Hoffe ich. So, wo ist denn jetzt hier dieses Parkding? Direkt hier, na klar. Ey, vielleicht. Boah! Fast perfekt eingeparkt. Direkt. Mein Nummerschild könnte Zirkusmann sein. Was steht denn da eigentlich wirklich jetzt? Ja, genau. Ich mache jetzt hier so alles auf. Das baut da einfach, guck. Das ist einfach, das erscheint dort einfach wie, keine Ahnung. Einfach so erscheint das. Komplett random. Total dumm. Aber, was? 28 Leute nur? Ja. So, ich mache alles zu. Und dann heißt es, Motor starten. Und los geht's, würde ich sagen, hä? Ey, was macht denn der? Ist der krank? Vielleicht bin ich eigentlich der Kranke hier. Warte. Oh, es laggt so, es laggt. Es hackt die ganze Zeit einfach. Aber trotzdem, ich weiß nicht wieso, aber das ist total dumm, aber es macht Spaß. Das kommt mir so bekannt vor, alles dort. Als wenn ich dort schon lang gefahren wäre, so Millionen Mal gefühlt. Yo. Oh mein Gott, ist das. Die haben alle auch keine Rücksicht auf andere, ne? Keiner. Aua. Ja, ich bin auch zu jung zum Sterben. Ich bin nur einmal irgendwo gegengefahren. Tut mir leid. Okay. Das hier ist der Speed Mode. Unten rechts, da schalte ich manchmal so um. Das heißt, unten rechts so ein bisschen weiter oben, dieser Knopf, dieser Hebel dort. Schalte ich immer um auf diesen Gang, wo wir jetzt so richtig Speed haben, wir beide. Oh mein Gott! Vor allem, da sind voll viele Leute in dem Bus drin, obwohl nur du da drin sein kannst. Weil du mir ja zuguckst. Ach, du sitzt selber da? Was für unbequem! Was soll ich machen? Das ist in einem Bus! Ich kann nicht für die Bequemheit von so einem Bus machen. Ich bin der Busfahrer. Und nicht der Meister Busmensch. Mann. Mäßig. Ich habe heute so einen... Oh mein Gott! Ja, ich bin auch zu jung zu sterben. Ich habe so einen Lied davon. Warte. Wie ging das? Der Dodge stetscht die Wand. Der Dodge stetscht gegen... Hä? Ach, egal. Komm. Argentino Auto. Das sag ich gern. Wuhu. Argentino Auto. Mein Navi ist ziemlich verzögert. Habe ich das Gefühl? Hehe. Michael Jackson geworden. Oh, Autobahn. Gas, I know I step on the gas tonight. Speed. Was? Warum ist das Auto genießt worden? Die Welt ist nicht real. Wir leben alle in einer Simulation. Verstehst du? Oh mein Gott, aber 100, fast 5, 105 km/h für einen Bus sind nicht schlecht. Ich hoffe, ich schaffe die 110. Obwohl ich vielleicht irgendwo gegenknallen könnte, aber nur vielleicht. Schrecklicherweise. Was auch passiert ist, wenn man es gesehen hat. Natürlich hat man es gesehen. Merkt man das? Oh mein Gott! Oh, hier ist eine Haltestelle. Oh mein Gott, was laber ich? Keine Haltestelle. Warte. Ja, ich will abbiegen. Oh mein Gott, ich drück sogar den Blinker. Unnormal. Da war eine Kuh. Da war eine geile Kuh. Eine geile Kuh. Na, verstehst du? So, ich will tanken. Reicht das, wenn ich so stehe? Ja. So, ich will kurz... Benzin kaufen. Ich tanke nicht. Nein, ich kaufe es einfach. Nur durch kaufen. Merkt euch, der neue Shit ist kaufen.
Der neue Shit ist kaufen. Es ist einfach kaufen. Du musst es nur kaufen, dann hast du es direkt. Man muss sich Käsebelag kaufen. Es ist direkt irgendwie auf dem Brot und du hast es auf einmal schon gegessen. Nur weil du es gekauft hast. Anscheinend ist es in dieser Welt so, dass man auch nichts machen muss, sondern einfach nur sich dahinstellen muss. Zum Beispiel muss man sich nur an den Küchentisch setzen und dann hat man auf einmal gegessen. Boah, ich habe den Tinnitus gerade auf meinem rechten Ohr. Das tut so weh. Was macht der? Bist du krank? Ja, meine Gäste sterben hier. Die sagen schon, ich bin zu jung, um zu sterben. Ich bin auch zu jung. Junge. Und wie sieht der Charakter, der Busfahrer aus? Wie 40, 50. Zu jung zum Sterben. Du bist 50. Du bist doppelt so alt wie deine Leute, die in deinem Bus sitzen. Mehr. Oh, ich muss jetzt hier rechts abbiegen. Ja, genau. Ich blinke sogar. Weil ich so nett bin. Da müssen mich die Gäste nett nennen. Ich bin der beste Busfahrer. Der Busfahrer des Vertrauens. Genauso wie ich den Führerschein bekommen habe. Der Wald des Vertrauens. Meine Marke heißt LOL. Ich habe es zwar selbst eingegeben, aber dafür ist der Name wenigstens kreativ. Besser als Only Bus. Ich meine, nur Bus. Flixbus ist ja schon besser. Und LOL. Was weiß ich noch? Halt, stopp! Junge, jetzt weiß man, warum... meine Gäste sterben und du? Zwar vielleicht ist der Typ da drinnen gestorben, aber ich muss Leute zu einer Dings bringen. Ach, der Typ ist nicht mal gestorben, der fährt einfach jetzt weiter. Oder was? Ja, und der hat mich fast gerappt. Ich mach schon mal diesen Warnblinker an, damit die alle wissen, dass ich krank bin. Jetzt haben die wenigstens Vorahnung, warum ich auf der falschen Seite fahre. Obwohl, ich kann vielleicht einfach so sagen, ich habe jemanden überholt, der unsichtbar ist. Dann fragen die mich, woher ich den gesehen habe. Dann sage ich, ich habe Kontaktlinsen, die auch unsichtbar sind. Und unsichtbar ist gleich, man kann sich sehen. Die Luft, ich kann die Luft zum Beispiel sehen. Denn ich bin Aquaman. Ja, genau. Es ergibt zu viel Sinn. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich einen Baumstamm esse, habe ich den Geschmack von Lavendel im Mund. Und wenn ich an einer Pistazie rieche, muss ich immer daran denken, wie ein Baum auf einen Backstein fällt und der Backstein gleichzeitig die Blume ist. Dann wird die Blume zu diesem großen Berg oben rechts. Oh, ich bin gleich da. Oh, ich hätte kurz vorm Ankommen fast einen Unfall. Das war der Krankenwagen! Ich weiß jetzt, wieso hier Krankenwagen fährt. Nicht wegen mir, nein. Das ist, weil du. Wegen dir. Nur wegen dir. Pures du sein. Ich muss einfach den Mund halten, Alter. Ich laber eh nur richtig fetten Müll zusammen. Den größten Müll, den man zusammenfahren kann. Zusammenfahren? Ich kann nicht mal richtig reden. Hallo, ich will den Gang wechseln. Es leckt so sehr, dass ich nicht mal den Gang wechseln kann, Mann. Hallo. Es geht nicht. Der Bus kann nicht mal fahren. Hey, was ist passiert? Ich bin kurz vorm Ziel. Ich mach auf. Konnt ihr jetzt schon rausgehen? Oh, die gehen nicht raus. Mann. Ey, Leute. Die hier im Bus... Oh, jetzt! Oh, ich dachte schon, ich wäre jetzt kurz vorm Ziel verloren. Oh mein Gott, es laggt so sehr. Es laggt so sehr. Oh mein Gott, ich höre nicht mal richtig die Sounds. Bei mir ist es so... Ich will einfach nur... Ich will ehrlich gesagt einfach nur noch diese Mission beenden. Warte. Bitte. Lass mich das beenden, auch wenn es so laggt des Todes. Ugh. Ah.
Reicht das? Wieso reicht das nicht? Komm, das muss doch reichen. Nur weil ich 2 Zentimeter gefühlt nicht richtig stehe. Junge, die wollen mich doch alle töten. Was geht hier ab? Oh mein Gott, es ist so unmöglich. Ich kann nicht mal... Stopp! Es geht nicht, es geht gar nichts. Nichts geht. Oh mein Gott. Es funktioniert absolut nichts. Es ist alles so am Lägen, oh mein Gott. Es geht nichts, es geht gar nichts, es ist nichts möglich. Oh mein Gott, ich kann gar nichts machen, es ist so am Lägen, Alter. Alter, ist das unnormal. Jo, ich kann nichts machen. Nur dieses Teil dort oben bedienen hier. Ja gut, nee, ich muss jetzt auch aufhören, ich habe nur noch 5%. Ja. Oh, das ist nicht so nice. Deswegen sage ich jetzt einfach Tschüss, ciao. Ich falle das jetzt einfach.